Hallo, da war eine nette Begrüßung von einem netten Vogel und da sind wir auch schon wieder. So, jetzt müssen wir unser Lager verteidigen. Da sind ja zwei Trottel hier reingekommen. Wie die es geschafft haben, weiß ich beim besten Willen nicht. Aber daran sieht man mal wieder, dass der Wall doch nicht so viel bringt, als ich gedacht habe. Jetzt gucke ich mal, ob die noch da sind. Oh, erstmal speichere ich lieber, vorsichtshalber. Man kennt mich ja, ne? Gestern haben wir gerade. Brauche also auch kein Tierchen mehr umzulegen. Da ich ja das Beet habe, da werde ich wahrscheinlich noch eins von bauen. So, mal gucken, ob die noch da sind. Da steht noch einer. Den werde ich jetzt mal hier so. Der steht da sowas von perfekt. Der weiß auch gar nicht, wo der hin soll. Treffer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Verfallen die in so eine Starre? Den auch noch. Oh, habe ich die Tür getroffen. Hast du noch raus? Na, hallo? Oh, die machen ja gar nichts. Ich treffe noch nie was von hier aus. Ich bin nicht den Deppert. Ja, kommt hier, genau, kommt hier. Und Moment, jetzt egal. Wo ist er? So, du einmal und du auch. Ich flambier nicht meine Wand an hier. So. Schnell. Wo auch noch? Lieber ums Feuer rumgehen. So, sehr fein. Die Arme kann ich gebrauchen. Die Arme. Sehr fein. Man könnte die Pfeile auch aufsammeln, ist mir mal aufgefallen, aber wenn man die dann wieder findet, halt, ne? Würde ich hier gerne rausgehen, aber irgendwie. Ganz schnell und ganz still und heimlich. Da ist mein Totem. Ich brauche immer noch 7 Hände, was soll denn das? Oh, da steht noch einer doof rum. Lalala, dann gehe ich mal ganz schnell wieder. Er sieht mich nicht, ne? Nein, nein, er sieht mich. So, die Arme. Arm. Dankeschön. Da ist noch ein Arm. Ne, das ist ein Fuß, den will ich nicht, den will ich auch nicht. Wie viele Füße haben die denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Füße. Hey, ich habe da nur 2 umgelegt. Ah ne, 3 waren es, oder? Ja, 3. Ich habe auch mehr Arme haben als. Ne, eigentlich schon. Füße können ja liegen bleiben, die brauche ich ja nicht, ne? Sie dienen als Abschreckung. Aber ich könnte ja mal so, ne, gucken, ob ich die Schuhe irgendwie, die Füße irgendwie verwerten kann. Ich muss erstmal hier, ne? Feuerchen machen, der ist wieder rumzittern wie ein Ochs. Kurz ertrinken, lecker Käffchen. Feuerchen machen. Gut. Was machen wir denn heute? Also ich wollte mit euch ja in eine Höhle gehen. Muss ich aber vorher speichern, ne? Weil da hausen sehr, sehr böse Tiere. Also es ist, wenn ihr das seht, dann verschlägt es euch den Atem.
Achso, ich habe ja nichts drauf liegen, das ist ja. Lassen wir jetzt was? Ne, ist nichts. Wir gehen jetzt ganz mutig los. Speichern. So, ich weiß, glaube ich, auch schon wo. So, ich erstmal wieder hoch hier. Bähnchen lassen wir hier. Vielleicht braucht ihr ja noch jemand. Da wieder jemand rumgackern. Moment, die stehen da wieder zu vielen. Oh, jetzt habe ich nur noch zwei. Gerade der hat es nicht dadurch gebracht, aber okay. Die sind alle draufgegangen, das ist doch sehr schön. Nur der Häuptling natürlich nicht, das ist der, der am stärksten ist. War ja klar. Wo ist denn der hin? Ja, bäh. So, einmal auf die Nudel. Nochmal, nochmal. Stöp. Sehr fein. Nie aus Fuß, der doch. So, Arm her. Ne, das ist ein Stopp, das, den will ich nicht. Der andere Arm. Oh, da ist wieder die Waffe, das ist ja sehr schön. Zahn nehme ich auch noch mit. Den auch. So, jetzt gehe ich mal das Grillfestival hier stören. Was brennt denn hier so? Wieder gut reagiert. Na komm du mir mal ins Gehege hier. Ja. Hast aber Glück gehabt, du. Nicht getroffen. Oh, ich auch nicht. Na komm. Da liegt ein Kopf. Den brauche ich eine Schucke. Wo bist du? Da. Hör mal, ich bin so stehen wie die. Au, 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 au. Sau, du. Ja, komm. Na. Gut, dann. Da liegt noch ein Arm. Kann ich schon gebrauchen, ne? Gut. Das war aber, ich glaube, ich heile mich mal eben kurz, ne? Ja. Dann das zu mir nehmen. Fertig. Gucken, ob ich jetzt mal die ganzen Ärmchen hier gebrauchen kann. Ah, siehst du? Fertig. Sehr schön. Da hat noch einer Hunger. Kann er haben, wenn er will. Irgendwie höre ich wieder jemand rumhoppeln. Ich gehe einfach mal weiter. Irgendwie brennt hier noch irgendwas. Hört ihr das? Ich bin ganz Feuer und Flamme. Wie denke ich ja die ganze Zeit, es rennt jemand hinter mir her. Und das bin ich nicht. Nicht ich. Ich nicht. Naja. Vielleicht finden wir ja hier so ein. So ein Treppchen. Na, ohne, ne? Ne, ist auch keiner drin. Ich glaube, ich brenne immer noch. Ich glaube, hier unten ist eine Höhle. Erstmal gehe ich ins Wasser, mal gucken, ob ich dann das wegzischt.
Oh, guckt mal an hier. Ist hier und ist ein Kopf geflogen. Oh, hier ist, okay, hier ist nichts. Ob ich hier wieder hochkomme? Na los. Sehr schön. Wo ist denn hier die... der Strand? Ja, das kenne ich ja gar nicht. Aber ich höre wieder so eine Rumgebrülle. Ich würde gerne mal ins Wasser hier, ne? Sagt mal, gibt es hier keinen Strand mehr? Das ist ja auch mal eine geile Ecke hier, Hammer. Cool. Man auch hingehen können. Aber naja, ne? Wir haben jetzt da den einen Platz und ich finde den eigentlich auch recht cool. Schön abgelegen. Wir haben jetzt ein schönes Häuschen mit einem Garten. Hinskunz und Schlappohr sind schon da. Fehlt noch einer. Hopsi, genau, Hopsi war das. Höre ich wieder jemand schreien? Aber nur kurz in eure Höhle tapsen. Ist auch keine Höhle? Ja, sonst finde ich immer so viele. Sind brenne ich immer noch. Leichter Bug, wa? Da sehe ich den Strand. Das heißt also, es müsste da auch Wasser geben, wo ich mal kurz reinhopsen kann. Ich bin ja auch voll im Blut gebadet. Das heißt, ich glaube, die finden einen dann schon eher, wenn man in Blut gebadet. So, ab ins Wasser. Los, wasch dich. Irgendwie. Hallo? Ja. Oh, das ist ein Hai. Ei, die Haie, die kennen wir noch vom Anfang der Folgen. Auf jeden Fall bin ich jetzt sauber. Der kleine Prinz ist wieder sauber. Ich brenne immer noch. Was ist denn das? Geht mir ein wenig auf das Nüsskin. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber auf jeden Fall mich nervt. Mal ein paar Blättchen fürs Feuerchen, ne? Ist hier gerade einer rumgesprungen? Ich höre hier voll die Töne nur deswegen. Aber ich habe mal eine Idee, ich baue mal wieder die hier, weil, kann nämlich etwas ganz Großes in der Höhle warten. Das wollte ich. Sehr fein. Ich kann mir dann auch so mal ein paar ausmerzen. Na, das war klar. War nicht mehr. Wo sind denn die ganzen Höhlen hin, verdammt? Ich brauche ich deine Haut? Ja, mal eben Penzerschirren. Das hier nehme ich auch mal zu mich. Wird wahrscheinlich das letzte sein, ne? Der Weg so schön ja, alles erkundet bisher, aber keine Höhle. Mann! Drecksvieh. Entschuldigung. Na, was soll denn das? Oh, ich kriege die doch eh. Mann, Mann, Mann. Hier war doch irgendwo eine Höhle.
Also irgendwie. Höhle nicht mehr. Vielleicht dahin. Na, gehen wir da mal gucken. Erstmal ein bisschen baden gehen, ne? Badi, badi machen. Ich meine auch noch Hunger, aber kann ich jetzt auch nichts für, ne? Mir deine Blätter. Oh. Was geht da? Gut, okay, ein paar Blätter hier kriegt, das ist natürlich auch sehr fein. So. Boah, wir schrocken. Alter Verwalter. Okay. Hier ist doch bestimmt eine Höhle. Okay, wenn das jetzt mal, wenn wir das jetzt nicht finden, dann werde ich das bis dahin schneiden. Ich hoffe mal, wir finden ja einer. Das ist ja echt mal. Sonst findet man doch so viele. Wieso finde ich denn jetzt keine mehr? Bin bestimmt gleich um die Insel rumgelaufen. Dann ist echt nicht toll. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich hin muss. Voll auf der anderen Seite bin ich. Nee, Leute, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich finde hier gar nichts. Nice, bleibe ich auch noch hängen. Nee, da, ich finde nichts mehr. Ich gehe da mal wieder zurück. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Ein bisschen was haben wir ja gesehen heute, ne? Eine schöne Insel erkunden können. Jetzt mal querfeld ein. Hier muss irgendwas Totes rumfliegen. Oder bin ich in irgendwelchen. Wie ist das? Sieht nach Bienen an. Euch das an, da ist noch so ein kleines Lager von denen. Mal gucken wir an hier. Die mal wäsch. Flair. Tennisball da. Tennisball braucht doch kein Mensch. Naja, okay. Schön wäre es ja gewesen, wenn wir was gefunden hätten. Okay, der war nicht so toll. Okay. Ich husch dann mal wieder schnell zurück. Oh, was mir gerade auffällt, ich brenne nicht mehr. Finde ich aber schade, dass wir keine Höhle gefunden haben. Das nächste Mal suche ich mal selber eine, dann, da ist wieder so ein Schreihals. Wenn ich dann eine gefunden habe, dann nehme ich dann sofort auf und wir gehen zusammen rein. Ne, damit ihr mal seht, was in der Höhle drin ist. Da können ganz, ganz fiese etwas drin rumgeistern, so richtig bäh. Ich. Das will ich euch noch zeigen. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Und zwar verabschiede ich mich mal von hier von euch.
Auf den Heimweg, es war sehr schön, Landschaft gesehen und nichts gefunden. Oh, naja, können wir den essen? Nee, können wir nicht. In dem Sinne sage ich mal mit dem Quarky auf Wiedersehen, Leute. Viel Spaß noch. Ich hoffe, ihr guckt, habt die Folge zu Ende geguckt. Lasst ein Like da und wenn es euch sehr gut gefallen hat, ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.